Moin Leute, heute habe ich eine neue Folge So schlecht kann man nicht fahren für euch. Wenn ihr mir eure Dashcam-Videos senden wollt, könnt ihr das an die jetzt eingeblendete E-Mail-Adresse machen. Legen wir los! Noch so tun, als ob nichts passiert wäre. Erinnert mich irgendwie an Knight Rider. Es juckt die beiden einfach gar nicht, was gerade passiert ist. Kann man es auch machen, wenn man keinen Platz im Auto hat. Seid ihr schon einmal so jemanden begegnet? Den sollte man am besten sofort melden. In manchen Situationen muss man halt improvisieren können.
Kennt ihr die Fahrer, die mit ihrem 50 PS Auto 5 Autos überholen wollen und du schon weißt, dass er das nicht schafft? Genau so einer ist das. So wird aus einem Kratzer ein großer Werkstattbesuch. Freunde, welches Video fandet ihr am schlimmsten? Schreibt es in die Kommentare. Ich fand die Nummer 10 am schlimmsten. Wenn ich schon sehe, dass die Lampe am Bahnübergang leuchtet, versuche ich doch nicht noch drüber zu fahren. Ich frage mich wirklich, was bei manchen im Kopf vorgeht. Schöne Grüße gehen raus an Herr Wolfi, VU-Boy, Lukas Brunn und Chip Lukas. Vielen Dank für eure Kommentare, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht eine Bewertung dazulassen. Bis zum nächsten Video, Freunde. Ciao.